Beim Landgericht München I hat die Berufungsverhandlung gegen den Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng begonnen. Der 34-Jährige wurde im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 1,8 Millionen Euro verurteilt. Mit dieser Strafe gilt Boateng zwar nicht als vorbestraft, er ging dennoch in Berufung. Für die Staatsanwaltschaft hingegen war das Urteil unzureichend. Sie hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Die Staatsanwaltschaft München I hat hier Berufung eingelegt, weil wir mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht ganz einverstanden sind. Wir finden die rechtliche Einordnung nicht richtig. Wir gehen nämlich von tatmehrheitlichen Taten auch aus und wir haben auch eine andere Strafe beantragt. Boateng soll seine frühere Lebensgefährtin und Mutter seiner Zwillingstöchter während eines Karibikurlaubs verletzt und beleidigt haben. Der frühere Nationalspieler, der nach mehreren Jahren beim FC Bayern München inzwischen in Frankreich für Olympique Lyon spielt, bestritt die Vorwürfe. Verstehts. Ein Urteil könnte am Freitag fallen.